Hallo zusammen, ich grüße euch. Wir haben jetzt schon öfters mal die Rückmeldung bekommen, dass Interesse besteht bzw. die Frage aufgekommen ist, wie wir unseren Matted Feeder Korb montieren. Diesbezüglich möchte ich jetzt einfach den kleinen Clip machen und euch das mal erklären. Es ist kein Hexenwerk, also ein, zwei Sachen beachten und dann funktioniert es auch. Als erstes gehe ich hin und entferne das Silikonkäppchen hinten, gehe hier mit der Hauptschnur dann durch, das ist ein bisschen eine Fusselarbeit. Aber funktioniert, ziehe diesen auf die Hauptschnur auf, entferne dann an unserem Matted Feeder Korb den Quick Changer, nehme den mal in die Hand und gehe auch hier durch das Röhrchen mit der Hauptschnur durch. Dann habe ich beide drauf, das Silikon-Typchen-Stück und eben auch den Matted Feeder. Und jetzt muss ich hingehen und unseren Quick Changer öffnen. Der besteht aus zwei Teilen. Ich ziehe den einfach raus. Das größere Teil tue ich auch wieder auffädeln auf die Hauptschnur. Das wird dann nachher an den Korb angebracht. Und jetzt gehe ich hin und habe dieses kleine Teil. Da ist auf der Innenseite ein kleiner Steg drinnen, wo ich auch wieder mit der Hauptschnur durchgehe. Mal drauf. Tue mal mit einem normalen Knoten das Ganze dann fixieren, 6-7 mal rumgehen, auch wieder wichtig anziehen, anfeuchten und dann die überstehende Schnur abschneiden und jetzt einfach hingehen, den Korb runterziehen, das Silikonteil aufziehen und den Quick Changer einfach in den Matted Feeder Korb einstecken. Und fertig ist der Matted Feeder Korb. Das Vorfach wird dann einfach dann hier, indem man hier unten wieder öffnet, hat man praktisch eine Lasche und in diese kann man dann das Vorfach einhängen. Mehr ist nicht.